Yo Leute, was geht ab, euer Beats, heißt euch recht herzlich willkommen, Minecraft School ist heute mal wieder am Start. Let's go, viel Spaß dabei, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Jetzt geht's los, viel Spaß bei diesem Video. Wir sind wieder in der Minecraft Schule und wir haben hier wieder sehr viele verschiedene Aufgaben, hoffe ich und denke ich mal, die wir heute machen können. Wir haben beim letzten Mal zum Beispiel noch den Hausmeister gefunden, der eine Quest für uns hatte oder sonst was. Also es gibt verschiedene Sachen. Hier ist der Minenhändler, moin moin. Hier ja, kann man sich natürlich ein paar Sachen kaufen oder sowas. Sind denn eigentlich die Preise so wert? Ist noch gar nicht verfügbar, okay. Mine 11 und so weiter, da kann ich noch gar nicht hin. Hier, Mine 1 zum Beispiel ist freigeschaltet. Hier bräuchten wir für Mine 2 7500 Gems. Okay, das müsste man mal sparen, ne? Sollen wir uns mal weitere Minen hier irgendwie freikaufen oder so? Das wäre doch mal was Cooles. So, also Mine 1 ist hier, genau. Und ja, hier können wir eigentlich mal ein bisschen farmen, würde ich sagen. Ich war gerade in Mine 2, ich muss zu Mine 1. Dort kann ich noch gar nichts abbauen. Und hier ist noch der Physiker. Die können wir eigentlich machen, die Quest. Den Physiker, den habe ich beim letzten Mal auch gesucht. Okay, Moment, hier sind ein paar... Ja, okay, nice. Hier sind ein paar, ja, Kiesblöcke übrig geblieben. Und soweit ich weiß, ist Kies teurer. Das hatte ich in der letzten, ja, Folge ja schon erwähnt. Also ich denke mal, bin mir eigentlich ziemlich sicher. Wir haben schon ein paar Kiese, ja, jetzt gesammelt. Kiese wahrscheinlich. Das ist nicht die Mehrzahl Beats. Aber gut, ich habe die Kommentare der letzten Folge noch nicht lesen können, weil das hier ein vorproduziertes Video ist. Deswegen, Leute, sage ich einfach mal, okay, ich spare jetzt erstmal ja, alles, was ihr euch quasi wünscht, auch für die nächsten Folgen. Und mache erstmal das, was mir jetzt so einfällt, was ich überhaupt machen kann. Denn, liebe Freunde, wir haben einfach diese Vorproduktion hier am Start. Wisst ihr, was ich meine? So, ich bin jetzt bei einem Stack, ja, an Steinen und ja, den Rest Kies bringe ich auch nochmal, der hier oben ist, oder baue ich auch nochmal ab. Aber das war jetzt eigentlich alles. Okay, gut, dann können wir jetzt mit unserem Händler gehen. Mal schauen, wie viel bekommen wir. Wir haben 185 Gems und jetzt haben wir 1485. Okay, also haben wir eine schöne 1300, ja, mal schnell gemacht. So haben wir jetzt quasi schon mal, ja, eine kleine Einordnung in dem, wie viel wir verdienen können. Und ja, hier ist der Physiker. Er sagt, mir ist zu Ohren gekommen, dass es in den Minen geheime Uranvorkommen gibt. Ich brauche für meine Sammlung dringend Uran. Bau 1000 Steinblöcke ab, damit ich das Uran extrahieren kann. Oh, Alter, 1000 ist schon eine Menge. Boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Ich glaube, das mache ich mal so offscreen, also nicht in der Aufnahme. Bei 1000 dauert schon ein bisschen. Ich glaube, wir suchen uns einfach mal eine andere, ja, schöne Quest. Wir können uns übrigens auch wieder unseren Daily Reward abholen. Das heißt also, okay, nee, die sind alle 24 Stunden. Ich dachte, das ist tagesabhängig. Schade. Ich habe die letzte Folge nämlich, ja, vorher aufgenommen. So, Schmied, der repariert nur. Kann man nicht hier irgendwie auch, ja, Sachen kaufen? Also ich rede jetzt von Spitzhacken oder so. Essen kann man sich hier kaufen. Kostet 100 Verkaufspreis. Alter, ist das teuer. Und das ist ja nur eins. Okay, aber ich kaufe mir ein paar, sonst kann ich nicht mehr rennen. Gut, jetzt bin ich immer noch bei 1085 Gems. Also die Preise sind schon krass, ne? Da muss man auf jeden Fall sparen, bevor man hier irgendwas macht. Der Schmied, wie gesagt, repariert nur. Ich weiß nicht, aber wenn allein schon ein, ein Hähnchen so viel kostet, wie viel bezahlen wir dann für eine Spitzhacke? Auf jeden Fall nicht so viel, dass wir uns jetzt eine leisten können. Naja, also eine Leine kostet 1000, ein Braustand 3000. Ja, okay, das geht sogar noch. Hier ist Holz und so alles, klar. Aber ich brauche... Oh, hier ist ein Jäger. Ne, davon brauchen wir auch nichts. Hier ist noch ein Bauer. Aber Moment, wir haben eine enchantete... Okay, nice, die habe ich aufgehoben. Und eine komplett enchantete Rüstung. Ja gut, die nehme ich mit. Warum nicht? Sieht besser aus. Wir haben hier nämlich noch den Abenteurer. Was vertickt der uns denn so? Okay, Netherstein. Okay, auch nichts Besonderes. Schade, schade. Jetzt ist die Frage, was wir als nächstes machen. Also wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin offen für alles. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und wir machen das in der nächsten Folge. Ihr müsst das einfach nur reinschreiben. Wie gesagt, ich konnte die Kommentare der ersten Folge noch nicht lesen. Deswegen braucht ihr jetzt eigentlich nicht doppelt reinschreiben. Ich weiß aber, liebe Freunde, dass hier unten ein Hausmeister war. Und diesen Hausmeister, ja, besuchen wir heute mal. Was hat der denn so zu tun? Diese verfluchte Heizung ist schon wieder ausgefallen. Wir müssen ernsthaft die Heizung reparieren. Aber die Schule hat kein Geld mehr. Hast du zufällig 4 Redstone, 16 Kohle und 9 Eisen übrig, damit die Schüler im Winter nicht frieren müssen? Quest starten. Okay, das ist echt krass. 4 Redstone, 16 Kohle und 9 Eisen. Soll ich mal... Ja, das ist schon eine krasse Herausforderung. Soll ich mich der mal stellen? Ich würde sagen, ja. Dann machen wir mal ein bisschen heftigere Sachen schon. Okay, let's go. Quest starten. Wunderbar. Okay, wir merken uns nochmal, was er von uns wollte. Ne, wir können ihn nicht mehr... Nein, wir können ihn tatsächlich nicht mehr anlabern. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. 9 Eisen, 16 Kohle und ein paar Redstones. Alter, wieso kann man sich die nicht nochmal anschauen? Also Eisen kann man sich hier schon mal kaufen. Wir haben jetzt gerade 3 Stück mehr, können wir uns noch nicht leisten. Okay, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr teuer. 350? Not bad, Alter. Läuft bei euch. So, und dann brauchen wir noch
irgendwo Redstone. Die Frage ist, wer verkauft jetzt nochmal Redstone? Man muss hier irgendwie alles mal drauf haben. Der Landwirt auf gar keinen Fall. Okidoki, Techniker. Er hat hier Redstone. Ein Redstone kostet 500. Oh shit, okay. Ich muss erstmal Gems farmen gehen. So geht das nämlich nicht weiter. Okay, der liebe Best Ever Vegas war so nett und hat mir eine Effizienz 4 Spitzhacke geliehen. Überkrass. Also nur geliehen. Ich gebe ihm die gleich zurück. Das sind keine Geschenke oder so. Der wollte nur oder wollte mir helfen, ja, schnell hier ein bisschen Geld zu farmen oder so und so weiter. Deswegen hat er mir die geliehen und ich baue jetzt ein bisschen was damit ab und gebe ihm die danach sofort wieder zurück. Oh, und der Randy. Alter! Oh mein Gott! Wie krank! Alter, Mann, Lapis. Oh mein Gott. Alter, danke, Mann. Ich bin aber, Leute, ihr sagt jetzt natürlich mal, oh, du kriegst alles geschenkt und so. Ich will das gar nicht. Also, ich werde mich in den nächsten Folgen auf jeden Fall nicken. Ich habe mich einfach nur gerade gefragt oder habe so ein paar Sachen gefragt oder so, weil ich ja noch nicht alles weiß. Und ja, habe ein bisschen Hilfe gesucht und so. Aber, ja, gut. Ich seht ihr das, Leute? Das sind so kranke Sachen. Da bin ich nicht mal weit. Alter, das ist sehr nett, aber. Reicht, ich will nichts mehr. Ich habe jetzt reingeschrieben, dass ich nicht so viele Geschenke will. So, also wie gesagt, in den nächsten Folgen werde ich mich immer nicken. Das ist sonst nicht mehr normal spielbar. Und ist natürlich auch unfair gegenüber anderen. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausnutzen. Ich habe jetzt quasi nur meine, ja, meinen Bekanntheitsgrad, sage ich mal, auf dem Server ausgenutzt, um, ja, einfach nachzufragen, so, wo gibt's Redstone und sowas, habe ich nachgefragt. Also so ganz normale Sachen, so wisst ihr, Leute. Deswegen, also nehmt mir das nicht übel. Es tut mir sehr leid, aber ich kann da ja nichts für. So, okay, ich muss ihm die Spitzhacke zurückgeben. Will er die jetzt haben? Oha! Okay, das ist heftig, aber die anderen Leute sammeln das ein. Oh Mann. Okay, Leute, also. Ich habe jetzt sehr viel hier mit den Leuten zusammen gemacht und so. Habe die Spitzhacke wieder abgegeben. Ich habe so viel geschenkt bekommen, Leute. Ich wollte das gar nicht. Mann, ich will das doch alles nicht. Seht ihr, Leute? Das tut mir so leid. Ich finde das eigentlich nicht gut. Aber egal, wir haben jetzt alles verkauft und sind bei 8400 Gems. Genau, Lapis Lazuli brauchen wir uns ja jetzt nicht mehr kaufen. Ich könnte mir aber demnächst auch mal die ein oder andere Mine freischalten. So, aber ich kann jetzt, denke ich mal, oh mein Gott, ich muss eigentlich zurück durchs Portal. Ich kann mir jetzt noch ein paar Redstones kaufen und dann die Eisen. Und ja, damit, Moment, 500, Alter, das ist echt teuer. So, ich weiß nicht mehr, wie viel wir brauchten. Ich lasse erstmal bei 5. Kann auch sein, dass es ein bisschen mehr war. Oder dass es nur 4 war, ich weiß es nicht. Aber Eisen brauchen wir noch. 6 Stück Eisen waren es, glaube ich, 9. Aber das sollten wir hinbekommen. Hier, der Bergmann sollte das haben, genau. So, also, so viel, dass wir 9 haben, genau. Und jetzt gehe ich mal wieder runter zum Baumeister. Zum Hausmeister, meine ich. Und gucke, was der so von mir verlangt. Das ist meine erste Quest, die wirklich ein bisschen aufwendiger war als die anderen, ne? Also mehr als mal kurz was rüberbringen, das war wirklich erfarmen und so weiter. So, jawohl, er brauchte nur 4, das heißt, es hat alles geklappt. Und was steht hier jetzt? Er hat alles genommen. Ist jetzt die Quest beendet? Weil hier wurde alles abgegeben, ich denke mal schon. Ach, der wollte Kohle und kein Lapis. Ich bin doof, Leute, ich bin doof. So, Kohle kostet 200, davon nehmen wir uns jetzt mal ein paar mit. Ich weiß nicht genau, wie viel er brauchte. Kann auch sein, dass wir jetzt ein bisschen mehr haben. Ich dachte nämlich gerade, die nehmen sich sofort alles oder so, aber der hat teils mitgenommen. So, jetzt die Kohle noch. Und, ah, wir brauchen 16 Kohle. Scheiße, ich hab's vergessen. So, ich brauche noch 7 Kohle, weil ich 9 schon abgegeben habe. Ja, Beats hat jetzt 8 Kohle, aber egal. Wir sind auf dem besten Weg, jetzt die nächste Quest abzuschließen. Ich bin sehr gespannt, wie hoch unser Kontostand jetzt gehen wird. Zack, Alter, 5000 noch was Gems haben wir einfach bekommen. Zum Glück gibt es so hilfsbereite Menschen wie dich. Wir können die Heizung im Winter also verwenden und niemandem wird kalt sein. Okay, jetzt ist der Hausmeister auch weg. Jetzt, wo er alles hat, was Beats ihm besorgt hat. Ja, ganz netter Typ. Und ja, jetzt gehen wir mal hoch und gucken, was wir so weiter machen können. Also 5000 ist auf jeden Fall schon mal nice. Wir können ja mal schauen, wie viel war nochmal die neue Mine? Wie viel kostet die nochmal? Ich glaube, die war bei 7000 oder irgendwie sowas. Wir sind schon in Level 8. Nice. Okay, hier, der Minenländler, können wir einfach mal schauen. 7500 Gems, genau. Ich guck mal jetzt. Ich glaube, irgendwo in den größeren oder beziehungsweise in den teureren Minen, genau hier bei solchen, oh, hier kann man ja echt geile Sachen abbauen. Ich darf das leider noch nicht, aber ich glaube, ich könnte meinen Lapis dann da eigentlich verkaufen, oder? Kann das sein? Also ne, da kann man es nicht, aber man kann es natürlich beim Bergmann höchstpersönlich. Da ist die Frage nur, wie sind die Preise so? Also, ja, Kohle könnte ich auch verkaufen zu einem Viertel des Preises, Lapis Lazuli. Naja, also Verkaufspreis 139 und man kauft es quasi für 500. Also, jetzt ist die Frage, wie verkaufe ich mit Rechtsklick vielleicht, oder? Ja,
Muss ich jetzt so oft da draufklicken? Das gibt's ja nicht. Aber wir können halt eine Menge Kohle dadurch machen. Danke für das Geschenk an denjenigen, der mir das geschenkt hat. Aber wie gesagt, in der Zukunft werde ich solche Geschenke nicht annehmen. Also ist vielleicht für den Start jetzt ganz cool, aber ich will das wirklich alles selbst erarbeiten und so weiter. Nichtsdestotrotz ist das natürlich viel Geld, was ich jetzt hier mitnehmen kann. Deswegen mache ich das mal. Nee, alles cool. Hier Mine 1 zum Beispiel, Mine 2 haben wir erfolgreich gekauft. Jetzt können wir uns instant Mine 3 kaufen. Mine 4 und Mine 5 nicht mehr. Okay. Aber Mine 4, und da kann man jetzt zum Beispiel mega krass, ja, und besser auf jeden Fall abfarmen, obwohl ich sehe gerade, oh doch, hier gibt's Kohle. Kohle und die Teile auf jeden Fall, das ist cool. Ich frage mich, ob die Händler hier an den Teilen besser verkaufen oder schlechter verkaufen, also zum Preis meine ich jetzt, ob die mehr bieten, das könnte ich mir vorstellen. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob die hier mehr, ja, Geld geben als der Bergarbeiter selbst, der da im Shop steht, wo wir gerade alles verkauft haben. Deswegen, mal schauen, aber gut. Also ich habe jetzt mal, ja, 5 Minuten höchstens, allerhöchstens, ja, ein paar Sachen hier abgebaut. Mal schauen, was jetzt der Händler so an Preisen gibt. Wir haben 24.000 und 25.000, das ist ja, hör mal, das geht ja mal gar nicht. Oh, da ist ein, nö, er kann leider nichts mehr handeln, schade. Netherquarz-Erz tatsächlich nicht, okay, schade. Okay, wir haben zum Beispiel Netherquarz, was wir jetzt noch hier verkaufen können und so. Und jetzt haben wir die 30.000 tatsächlich gebrochen. Sehr cool, und damit könnten wir uns jetzt im Prinzip sogar die neue Mine kaufen. Ich bin gerade hier durch die Klasse gegangen und eigentlich könnte man hier nochmal eine Quest machen vom Deutschlehrer. Ich wollte einen Test in meiner Klasse schreiben, aber das gesamte Papier ist verschwunden. Ich brauche 30 Papier, um die Klausur kopieren zu können. Oh shit, ich glaube, irgendjemand hat mir Papier hier hingeschmissen. Also vorhin, das haben wir jetzt schon länger. Und eigentlich hätte ich die Quest jetzt schon geschafft, kann das sein? Oh, wo hast du das Papier her? Ich weiß es auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Danke für deine Hilfe. Die Schüler werden den schwersten Test... Oh nein. Die werden den schwersten Test ihres Lebens schreiben. Das ist sehr schlecht, denn ich wollte das nicht, Leute. Ich wollte nur euer Bestes. Leute, das war das Ende der heutigen Folge der Minecraft-Schule. Falls ihr mal wieder einen schönen Schultag hattet, Leute, Daumen nach oben nicht vergessen. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hatet das Ganze nicht oder so, wenn mir jetzt jemand was schenkt. Ja, ich werde in den nächsten Folgen auf jeden Fall genickt sein, aber jetzt mitten im Ding zu nicken, wäre nicht so schlau gewesen. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr versteht das alles. Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, euer Beats.